Was geht? Eure leuchtende Glühbirne, Splayfarm am Start. Und damit willkommen zu Minecraft Das Dschungelcamp Part 3. Stimmung. Mit mir am Start ist mein friendly friend Singularity. Moin Jungs. Und Singularity, was machen wir heute? Heute werden wir ein Haus bauen. Genau, das Haus soll hier drüben stehen, ein bisschen zu der Landschaft passen, mittelalterlich aussehen, zu größtenteils aus Holz bestehen. Und ja, und fangen wir direkt an. Für das Haus brauchen wir zu einem Sand zum Herstellen vom Glas. Eisen für Dekorationen, Aussicht genießen. Der Hauptbestandteil des Hauses ist Holz, noch mehr Holz und noch mehr Holz. Als nächstes brauchen wir... Hollala! Sprechen wir also über das, was jetzt gerade passiert, in einer kurzen Timelapse. Wie ihr im Hintergrund jetzt gerade sehen könnt, beschäftige ich mich als erstes damit, die Gräser und Büsche zu entfernen. Denn ihr müsst wissen, die Gräser und Büsche sind ziemlich nervig und man kann sie auch schnell und praktisch mit einer Schere abbauen, deshalb sollte das auf keinen Fall ausgelassen werden. Dann als nächstes habe ich mich damit beschäftigt, die Bäume zu entfernen. Die bilden ja das Hauptgerüst des provisorischen Dschungels auf dieser Insel. Und ja, es war ziemlich nervig, denn die Bäume wachsen sehr weit in die Höhe und die wurden auch nicht gepflanzt, sondern die wurden Block für Block gebaut, weshalb dann auch das Gras, also die Blätter, separat entfernt werden mussten. Die darauffolgende Aufgabe hat mir sehr viele Eisenschaufeln gekostet, denn auch wenn wir die Basen an der Schlucht gebaut haben, die Schlucht war nicht ganz eben und deshalb musste ich dann noch einige Erdschichten wegschaufeln. Dabei bin ich dann auch auf einige Erde gestoßen, die ich für die nächsten Parts auch super brauchen könnte. Als dann alle Vorarbeiten getan waren und ich eine gerade Ebene hatte, um ein Haus zu bauen, fing ich dann auch schon mit der unteren Etage an, in der ich dann die Wände erst einmal baute. Dabei habe ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, aber ich habe mir da immer so einen Grundriss in den Boden gemacht, bevor ich etwas platziert habe, sodass ich dann schon ungefähre Vorstellungen von den Maßen habe und dann muss ich auch zum Schluss eigentlich nichts mehr groß korrigieren. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch für den einigermaßen schlechten Shader entschuldigen. Sorry, aber ja, Singularity hat die Aufnahme aus Game Mode 3 gemacht für die Timelapse und sein Laptop ist auch nicht das Beste. Der Grundriss des Hauses hat mir sehr viel Eichenholz gekostet, das war natürlich so nicht vorhergesehen. Ich habe auch versucht, so viele Dschungelbretter wie möglich zu verwenden, denn Eichenbäume haben wir ja hier auf der Insel nicht so viel und da muss ich dann wirklich einiges noch farmen, ein paar Stunden mit Singularity. An der einen Ecke könnt ihr dann auch schon erkennen, dass ich da etwas freigelassen habe, da kommt nämlich dann die spätere Terrasse auch noch hin. Und auch den Baum an der gegenüberliegenden Ecke habe ich doch stehen gelassen, damit der Dschungel quasi in das Haus verschmilzt. So war das gemeint. Die zweite Etage war vom Prinzip genauso geplant wie die erste. Das ist mir aber nicht wirklich gelungen, weil die Terrasse im ersten Stock
ziemlich groß war, weshalb es so aussieht, wie wenn obendrauf noch ein zweites Haus gebaut werden würde. Ich finde allgemein, dass das Haus viel mehr Kontur hätte, wenn man es mit Fichtenholz bauen würde. Eine große Herausforderung war dann das Dach, ja, denn das im Survival-Mode zu bauen war mehr als schwierig. Ich musste mich immer wieder mit Erde hochbauen, bin wieder runtergefallen. Ich habe euch das so gut wie möglich rausgeschnitten, aber trotzdem müsste noch ein Teil davon im Video zu sehen sein. Wenn man sich halt dann das noch in der Aufnahme aussieht, wie das Haus aussieht, eigentlich müsste ich jetzt da die Quelle eines anderen Videos verlinken, von dem ich die Idee für das Haus hatte, aber das Haus ist auf dem Video definitiv nicht mehr zu erkennen. Es sieht komplett anders aus, deshalb erspare ich mir das eigentlich auch. Das Dach selbst wollte ich möglichst steil gestalten, wie es im Mittelalter ja auch üblich war, wenn es kein Flachdach war. Der Regen, der dann immer wieder unter dem Bauen eingesetzt hatte, war auch sehr nervig, sehr, sehr nervig, Leute. Ich habe ihn dann einmal, glaube ich, sogar ausgemacht. Das obere Stockwerk fiel allgemein nicht so gut aus. Ich habe mich mit den Maßen, glaube ich, irgendwo verrechnet, weil ich ja nicht einkalkuliert hatte, dass das Haus nach oben gehend um eins dünner wird, um einen Block. Und dann haben da die Maßen nicht gepasst und es kam dann vor, dass ein paar Fenster einfach nur scheiße aussahen. Großen und Ganzen ist mein Fazit ja doch sehr positiv ausgefallen. Ich war froh, dass ich so ein gutes Haus eben Gamer 0 geschafft habe. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr einigermaßen zufrieden seid mit dem Ergebnis. Und ja, genießt den Rest von der Timelapse. Der Tag neigt sich jetzt auch schon dem Ende zu. Ich habe jetzt schon gerade Fledermäuse gehört. Singularity ist schon schlafen gegangen. Er hat mir aber noch gesagt, dass ich sein letztes Statement zu der Sache, bevor ich auch ins Bett gehe, vorlesen soll. Hatte er irgendwo hier, mach auf, Spliffer. Ach nee. Hier hat er mir noch sein letztes Statement zu der Sache reingeschrieben. Lese mir ganz kurz mal durch. Drehbuchpartner, meinte ich. Spoiler! Junge, er hat mir jetzt ernsthaft das Buch gegeben. Junge, dafür bekommst du einen Bann. Bann Singul X Riti. So. Und die OP machen wir auch noch. Die OP Singul X Riti. So. Was hast du davon, Junge? Wenn du die ganze Zeit spoilerst. Hier. Eines Tages, sage ich dir, wirst du ins kalte Wasser fallen. Ha. Und wir gehen jetzt schlafen, Leute.